Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir heute einen süßen kleinen Blumentopfzwerg oder Gnom gemacht. Den habe ich mir schon mal vor 5 Jahren gemacht, aber leider fand der Hund meiner Schwester Fimo auch ganz toll und hat ihn gefressen. Und als ich über alte Fotos gestoßen bin, ist er mir wieder entgegengesprungen. Deshalb zeige ich euch heute, wie ihr euch selbst so einen kleinen süßen Zwerg herstellen könnt. Für unseren Zwerg brauchen wir einmal Fimo in hell- und dunkelbraun, dann noch 2 Farben für den Körper und die Haare, da könnt ihr euch natürlich aussuchen, welche Farbe ihr wollt, und ein bisschen weiß und schwarz. Wir beginnen erstmal mit dem Körper, dazu formen wir ein kleines Oval und drücken am besten auf unserer Arbeitsfläche platt, damit er auch einen festen Stand hat. Als nächstes kümmern wir uns um den Kopf unseres Zwerges. Ich habe mich für ein bisschen helleres Braun entschieden. Ihr könnt natürlich auch Hautfarbe nehmen, aber ich fand, für den Zwerg passt so eine dunklere Hautfarbe eigentlich auch ganz gut. Ich habe geschaut, dass der Kopf ein bisschen kleiner als der Körper ist und habe dem eher so eine ovale Form verpasst, die in die Breite geht, damit der Kopf auch über den Körper hinausragt. Das Ganze habe ich dann mit einem Stück Zahnstocher ein bisschen fixiert, damit mir mein Körper und mein Kopf nicht mehr auseinanderfallen. Dann habe ich mir noch ein bisschen von meinem hellbraunen Fimo genommen und habe 2 kleine Kügelchen gemacht. Das werden einfach die Hände, die der kleine Gnom so zu Art Fäustchen geballt hat und unter sein Gesicht hält. Als nächstes kümmern wir uns um die Füßchen. Dazu habe ich mir einen dunkelbraunen Fimo genommen und habe da so eine Tropfenform draus gemacht. Die habe ich dann vorne spitz zulaufen lassen und habe sie so ein bisschen eingerollt, dass es so eine Art Zaubererschuhe gibt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Für mich sehen Zaubererschuhe immer so in der Art aus. Das Ganze habe ich dann natürlich 2-mal gemacht und habe die Schläppchen dann vorne am Körper des Zwerges angebracht. Als nächstes kümmern wir uns um die Ohren des Zwerges, der soll ja natürlich auch was hören. Dazu habe ich wieder mein hellbraunes Fimo genommen, habe da kleine Tropfen draus gemacht, habe die so ein bisschen flach gedrückt und mit meinem Modellierwerkzeug so einen kleinen Schlitz reingemacht, einfach damit das Ganze ein bisschen mehr Details hat. Die beiden habe ich dann rechts und links von meinem Kopf angebracht und als nächstes haben wir uns dann um die Haare gekümmert. Dafür habe ich ein bisschen rosafarbenen Fimo genommen, habe da immer so kleine Würstchen draus gerollt und dann wie bei den Schuhen so ein bisschen aufgerollt. Das soll dann einfach aussehen, als ob der Zwerg kleine Löckchen hätte. Das Ganze habe ich in verschiedenen Dicken gemacht, also ich habe zuerst ein paar dickere Strähnen genommen und am Schluss dann noch ein paar dünnere Strähnen gemacht, die ich dann auf die anderen Haare draufgesetzt habe, einfach um dem Ganzen ein bisschen Volumen zu verleihen. Also wenn noch irgendwo ein bisschen braun durchgeschimmert hat, dann habe ich mir einfach noch eine neue Haarsträhne gemacht und habe die irgendwo dazwischen gefriemelt, damit das Ganze einfach nach einer schicken Frisur für unseren kleinen Zwerg aussieht. Als ich mit der hinteren Frisur fertig war, habe ich vorne noch ein paar Strähnen gemacht, einfach damit so eine Art Pony angedeutet wird. Als nächstes habe ich mich um den Hut für unseren kleinen Zwerg gekümmert. Da habe ich wieder den braunen Fondant genommen, also den dunkelbraunen, habe da wieder eine große Tropfenform draus gemacht und habe die spitz zulaufen lassen, damit ich sie wie die Schuhe einfach schön einrollen kann. Um das Ganze ein bisschen besser auf den Kopf zu kriegen, habe ich mir so ein Modellierwerkzeug genommen, habe da so eine kleine Kuhle reingemacht und habe dann den Rand des Zauberhutes einfach so ein bisschen mit den Fingern platt gedrückt. Den Hut setzen wir dann auf den Kopf drauf und schauen nochmal, ob uns das so gefällt. Bei mir hat er dann auf der einen Seite noch ein bisschen abgestanden, habe dann noch ein bisschen nachgefriemelt. Und damit das Ganze nicht so langweilig wird, habe ich mir gedacht, mache ich noch ein kleines Blümchen auf den Hut. Dafür habe ich eine Kugel weißen Fondant genommen und 4 kleine Kügelchen rosa Fondant wie die Haare und habe die ein bisschen mit meinem Modellierwerkzeug so angeschlitzt, damit es einfach noch mal ein bisschen mehr Details gibt. Und dann ganz am Schluss hat unserem Gnom noch eine Sache gefehlt und das wären die Augen. Und dafür habe ich ein bisschen schwarzen Fondant genommen, habe mir da 2 kleine Kügelchen gemacht und sie festgedrückt. Ich habe meinen Gnom dann wie immer bei 110 Grad gebacken, bis er ausgehärtet war und dann habe ich ihn in meine Blumen gesteckt.
Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Dann lasst mir doch bitte einen Daumen da, damit ich weiß, dass ich solche Videos einfach öfters drehen kann. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, noch einen wunderschönen Restsonntag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.